Fast wären drei Jubiläen zusammengekommen. Weil die Sachsen-Klassik aber 2020 ausfallen musste, gab es in diesem Jahr erst die 19. Auflage. Doch die beiden anderen Zahlen sind schon bedeutend. Vor genau 100 Jahren kam August Horch nach Reichenbach und begann in Sachsen Autos zu bauen. Und im gleichen Jahr wurden in Zschopau bei BMW die ersten Motorräder gefertigt. Und seitdem ist die Begeisterung für die Fortbewegungsmittel Auto und Motorrad in Sachsen ungebrochen. Die Hälfte des Platzes der Völkerfreundschaft war am Donnerstag wieder reserviert für Autos und Motorräder, die man im allgemeinen Straßenverkehr heute nicht mehr sieht. Beim Start der Sachsen-Klassik konnte man sie aber wieder alle bestaunen. Die Horch und Audi, die Volkswagen, aber auch zahlreiche Fahrzeuge anderer Marken. Am Vormittag waren erst einmal die Motorräder an der Reihe. Sachsen ist schließlich nicht nur ein Land der Autos. Vor 100 Jahren begann die Firma DKW in Zschopau Motorräder zu bauen. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand in der DDR das MZ-Werk, dessen Produkte auch über Jahre hinweg international anerkannt waren. Und auch die Modellpalette war recht weit gefasst. Da gab es die kleinen Einzylinder-Zweitakter wie die RT125. Es gab die BK350, eine Zweizylinder-Zweitakt-Boxermaschine mit Kardanantrieb. Dann die verschiedensten MZ-Modelle von 125 bis 250 Kubikzentimeter. Und es gab Roller. Die Begeisterung für das Thema zeigt sich auch darin, dass ehrenamtliche Motorradfans wie die vom Oldtimer Club Kirchberg bei der Organisation mithalfen. Ja, habe ich mitorganisiert mit Cigala Bernd. Haben da 40 Fahrrad zusammengebracht, haben rausgesucht. Vor allen Dingen sehr, sehr alte Fahrzeuge. Auch zwei Motocross-Fahrzeuge, die so hinter mir stehen, die also aus dem MZ-Programm kommen. Und dann hoffen wir, dass wir jetzt eine gute Fahrt haben. Ne? Wir dürfen ja schließlich auch noch mal drei Runden auf den GP-Kurs in Hohenstein fahren. Und da mit meinem Rennroller, da kann man sich ja vorstellen, was das für Spaß macht. Der Spaß ist bei solchen Veranstaltungen sowieso das Wichtigste. Und mit seinem 150 Kubikzentimeter Roller, der schon den 10 PS Motor unter der Verkleidung hat, wird er da auf dem Sachsenring schön aufdrehen können. Wie zahlreiche andere auch, reiht er sich erst einmal in den Konvoi der Motorräder ein. Dort ist Baujahr 69, hier ist Baujahr 66. Bei den Autos war es zu dieser Zeit noch recht ruhig. Doch das Flaggschiff war schon da, der Horch 853 aus der Audi-Traditionssammlung in Ingolstadt. Für den Geschäftsführer der Audi-Tradition GmbH ist es schon die zweite Veranstaltung in kurzer Zeit in Sachsen, denn er war schon bei der Horch-Klassik dabei. Das stimmt, da durfte ich damals aber den Beifahrer vom Thomas Stäbig machen. Heute ist ein Rollentausch. Heute darf mich der Thomas Stäbig mal durch Sachsen führen. Viele Menschen in den westlichen Bundesländern wissen bis heute nicht, dass Audi eigentlich in Sachsen entstanden ist. Der große Autobauer aus Ingolstadt ist sich seiner Tradition aber wohl bewusst. Das war auch beim Aufbau des August-Horch-Museums bemerkbar. Absolut. Also das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt, die Historie von Audi auch am Leben zu halten, immer wieder zu zeigen, immer wieder zu spielen, auch die Geschichte zu zeigen. Wir haben ja eine über 120-jährige Geschichte und die ist es absolut wert zu zeigen. Und da sind wir ganz stolz drauf, auf unsere Geschichte als Audi. Auch in unserer Vergangenheit in Sachsen natürlich. Auch die Landschaft hat es ihm inzwischen angetan. Denn auch er hatte eigentlich bisher nicht so viele Berührungen mit dem Erzgebirge. Doch spätestens seit der Horch-Klassik ist auch er begeistert. Ich freue mich auf die ganze Veranstaltung. Wie gesagt, durch die Corona-Zeit, ich habe es ja in Corona übernommen, den neuen Job, bin ich das erste Mal bei so einer größeren Ausfahrt dabei und da freue ich mich auf alle Standorte, die ich hier kennenlernen darf. Vorher gibt es natürlich noch etwas Arbeit. Denn zu den Zeiten, da diese Autos modern waren, fuhr das Verdeck noch nicht per Knopfdruck aus und ein. Da war noch Handarbeit angesagt. Etwas weiter hinten das älteste Fahrzeug in diesem Jahr, ein Cunningham von 1924. Sportlich gebaut und, das wird sich später noch zeigen, hört man ihn auch. Damals waren noch recht niedrige Drehzahlen für ein hohes Drehmoment wichtig. Verbrauch oder Abgaswerte waren da Nebensache. Überhaupt ließ die Markenvielfalt das Herz der Autofreunde höher schlagen. Alles, was Rang und Namen hatte, war wieder vertreten. Aber auch im Umfeld gab es so manch Sehenswertes und auch manch Lustiges. Darf ich vorstellen? Das ist Fridolin. Echt. Denn in den 1950er Jahren war es üblich, den Autoserien Namen zu geben. Für die Deutsche und die Schweizer Post entwickelt, war dieser kleine Lieferwagen das Bindeglied zwischen dem VW Käfer
und den späteren Transportern vom T1 bis derzeit T6. Eine echte Erfolgsgeschichte. Und der Stand, vor dem die beiden stehen, ist auch eine eigene Geschichte wert. Welcher Aufschrei, als Volkswagen die typische Currywurst aus den Kantinen nahm. Naja, wenn man den Stand gegen 11:30 sieht, kann man die Aufregung verstehen. 12 Uhr, der erste Start bei den Autos. Mit viel Pathos geht der Horch 853 auf die Reise. Platz 3 für die Sachsenklasse 2022 mit der Nummer 1, dem Horch, der hier im Jahre 1938 in Zwickau gebaut wurde. Die Konkurrenz von Opel kommt gleich dahin. Auch der Cunningham läuft und fährt los in Richtung Erzgebirge. Und das kann sich hören lassen. Die vielen Fahrzeuge reihen sich geduldig in die Schlange ein, immer nach den Anweisungen der unermüdlichen Ordner, die den Überblick behielten. Das Journalistenkollektiv suchte inzwischen ein ganz besonderes Fahrzeug, die Nummer 81, eine Chevrolet Corvette Split Window. Oder besser gesagt nach den Fahrern, es sind die mit der weitesten Anreise. You are coming from Dubai. Dubai directly? Yes. But not by car. No. By plane. Also direkt aus Dubai kommen die beiden, aber eben nicht mit dem Auto. Sie sind schon geflogen. Hamed Assel ist der Fahrer und Hanif Ibrahimi sein Navigator. Hamed fährt sonst Wüstenrallyes. In Dubai ist der Kleine ein ganz großer. Kleiner Scherz. Recht gut vorbereitet gehen sie diesmal in Deutschland an den Start. Immerhin etwa 190 Fahrzeuge waren bei der Sachsenklassik in diesem Jahr dabei. Im kommenden Jahr gibt es dann das Jubiläum der 20. Ausfahrt. Und sicher werden sich die Organisatoren da etwas Besonderes einfallen lassen. Man kann gespannt sein.